Ach, das ist mein. So, meine sehr verehrten Gäste hier in Zeslach, liebe Faschingsfreunde, liebe Mitglieder des Faschingsvereins Zeslach. Jetzt ist es soweit. Die 11. Jahreszeit hat, wie bekanntlich, am 11.11. begonnen. In Zeslach schlagen die Uhren etwas anders. Da machen wir das immer an dem ersten Samstag nach dem 11.11. Ich begrüße recht herzlich im 44. Jahr des Bestehens vom Faschingsverein Zeslach unsere Gruppen. Wir sind gekommen mit der Kindergarde, mit der Jugendgarde. Aha, das müssen wir noch ein wenig lernen. Ja, die Saison ist zwar kurz, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Die Prinzengarde. Ach, auch noch etwas müde. Das Tanzmariechen. Die kann das, glaube ich, ausgezeichnet, wunderbar. Die Bürgerwehr. Hello! Die Schickendels. Hello! Oh je, je, je. Haben wir welche von den Off-Limits da? Hello! Na bitte, das funktioniert auch. Den Elferrat. Hello! Und wir haben auch unsere beiden noch amtierenden Prinzenpaare mitgebracht. Die Kinderprinzen, das Kinderkind, das Kinderprinzenpaar mit ihrer Lieblichkeit, Prinzessin Nele, die Erste. Hello! Mit ihrem Prinzgemahl Yannick, den Ersten. Hello! Und jetzt klatscht mal an die Hände! Und auf der Treppe bei uns steht auch das große Prinzenpaar mit ihrer Lieblichkeit, Prinzessin Simone, die Zweite. Hello! Und Prinzgemahl Jens, den Zweiten. Hello! Dann möchte ich auch noch zwei Gäste ganz besonders begrüßen, und zwar vom Fastnachtsverband Franken, den Gernot Schöpf. Hello! Hello! Und den Benno Friedel. Hello! So, jetzt ist es natürlich soweit, dass wir ja für das Regieren in der Faschingszeit den Rathausschlüssel vom Bürgermeister brauchen. Franzi. Und den muss er ja dann an die Prinzenpaare übergeben. Bitte jetzt die Bürgerwehr nach rechts und links zu mir auf die Treppe zu kommen und den Bürgermeister aus dem Rathaus zu holen. Wir schicken einen, der ist lang. Und dann, wenn es einer schafft, dann ist das in Ordnung. Nehmen wir den Stärksten. Macht mal einen Platz, dass wir sehen. Beste! Beste! Schrei, Henning! Hey, ja, mit den Füßen nah genommen, jawohl! Jawohl, Applaus! Er hat's gehört, ein Applaus, der Bürgermeister kommt raus aus seinem Haus. So, dann möchte ich den Bürgermeister auch gleich bitten, seine, ja, das ist schon an, seine Worte loszuwerden. Bitte schön, lieber Mann. Ja, sag dann mal. Ich glaube es kaum. Jetzt kommt ihr also doch. Tür rein. Doch die brauche ich fein. Seit Mittwoch warte ich schon auf euch. Die Vorfreude war groß. Hab mir gedacht, das gibt's doch nicht. Wann geht's denn endlich los? Die tolle 5. Jahreszeit, sie soll jetzt echt beginnen. Wollen bis zum 10. Februar dem Alltag mal entrinnen. Ihr wisst, ich mag den Fasching und die schöne Zeit so sehr. Drum gebe ich euch vorübergehend den Rathausschlüssel her. Es sind schon viele Menschen hier, die vor dem Rathaus stehen. Mir geht es da genau wie euch. Wollen jetzt die Neuen sehen, die mit uns lachen, singen, feiern mit ihrer ganzen Schar. Ich weiß es und ich freue mich drauf. Es wird wieder wunderbar.
dem letzten Prinzenpaar, Paaren, sag ich danke und gut gemacht. Auch ohne Krone weiß ich, dass ihr weiter Fasching macht. Zum Abschluss grüße ich alle Narren von nah und auch von fern. In Seslach, da macht Fasching Spaß. Wir sehen hier Gäste gern. So, jetzt ist's genug von mir. Stimmt mit ein Mann und Frau auf eine tolle Faschingszeit. Dreimal Seslach! 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 So, wo sind die Schlüssel? Was denn? Ja, ohne geht es nicht. Nur mit Schlüssel. Einmal klein, einmal groß. Wem du jetzt was gibst, wer da am kräftigsten ist zum Tragen? Ah, ja, ja. Jawohl, die Frauen kriegen die Schlüssel. So ist es richtig. So, jetzt haben natürlich die noch amtierenden Prinzenpaare für euch eine Rede mitgebracht. Lau, ihr tollen Narrenschar, es grüßt euch das alte Kinderprinzenpaar. Was war das für eine geile Zeit? Jubel, Dubel, Heiterkeit. Wenn ihr denkt, dass es reicht, nee, der Abschied fällt uns gar nicht leicht. Unser Abend haben wir sehr gerne gemacht. Wir haben gefeiert und viel gelacht. Vielen Dank wollen wir allen sagen, die uns unterstützt haben in allen Tagen. Heute ist der Tag, da geben wir leider Zepter und Krone an die Neuen weiter. Wir wünschen Glück dem neuen Kinderprinzenpaar und viel Spaß in diesem Faschingsjahr. Jetzt klatscht alle wie die Sau und ruft laut ein dreifach kräftiges Hallersdorf! Ja! Seslach! Ja! Hallersdorf! Ja! Vorbei ist nun die Hallersdorfer Prinzenschau. Darauf ein kräftiges Hallersdorf! Seslach! Hallersdorf! Mit Wehmut sagen wir Ade. Die Zeit mit euch war wunderschön. Die Nächsten müssen es erstmal besser machen und bringen mehr zum Lachen. Das ist ihr wird es nicht glauben, aber es war geil, die Zeit mit der Müllerei. Darauf ein dreifach kräftiges Hallersdorf! Hello! Seslach! Hello! Hallersdorf! Hello! Hello, ihr Sesslacher Leute, wir vermissen euch schon heute. Wir haben gesungen, getanzt und viele gelacht und andere tolle Dinge gemacht. Prinz Jens II. Suchte auch nicht immer das Weile. Er genoss die geile Zeit, war zu Späßen stets bereit. Tolle Reden hat er geschwungen, doch das Bratwurstlied hat er nicht mitgesungen. Bratwurst, 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 Bratwurst mit Sauerkraut. Bratwurst, 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 Bratwurst mit Kraut. Bis mal, la, bleib mal, komm und setz dich grad zu mir. Willst dich doch nicht ewig glücklich, denn ich mach's nur gut mit dir. Außer Rand und Band. Sie ist jetzt bekannt im Ganzen. Sie zu halten war auch nicht schwer, denn sie wollte nicht. Glaubt mir, der Sekt hat Drogen nicht zu flossen. Viele Flaschen hat sie mit ihr beiden genommen. Die Zeit mit euch war einfach geil. Wir wären noch für eine weitere bereit. Doch leider ist es nun zu Ende. In Seslach kommt nun die große Wende. Pauline, hinstellen. Die Nächsten kommen jetzt gleich hervor. Hoffentlich steht euch wieder eine geile Faschingszeit bevor. Hallersdorf! Hello! Seslach! Hello! Hallersdorf! Hello! Yippie! Yay! Yeah!
Recht vielen Dank, auch wenn das Mikrofon das eine nicht ganz so funktioniert, ich weiß es nicht warum. Die Prinzenpaare haben sich da nochmal eine sehr schöne Rede einfallen lassen für ihr Abreden. Auch von mir und von dem Vorstand ein herzliches Dankeschön. Ihr habt eure Sache wunderbar gemacht. Es hat Spaß gemacht, mit euch Fasching zu feiern. Bleibt weiter dem Fasching treu und dann haben wir noch ein paar schöne Stunden zusammen. Ne? Dankeschön und bitte nochmal einen Applaus für die beiden Prinzenpaare. So, jetzt machen wir mal das Plateau etwas frei und schauen, ob es uns gelungen ist, für die Saison 2015-2016 wieder ein paar neue Prinzenpaare zu finden. Es ist wie immer nicht einfach gewesen. Ich habe da zwei Helferinnen, die da sehr engagiert durch die Stadt sind und haben sich teilweise viel anhören müssen und sind schon so ein kleiner Faschingsschreck in der Stadt geworden. Wir haben dann schon Angst gekriegt, wieder an Türen zu klingeln. Aber jetzt schauen wir mal, ob das die Rathaustür aufgeht und wir für die Saison 2015-16 wieder Prinzenpaare haben. Ich rufe mal vielleicht ein neues, kleines Prinzenpaar. Schauen wir mal. Ist immer wieder schön, ne? Die Tür geht nicht auf. Wollen wir sie mal rufen? Ja! Wollen wir mal rufen? Ja! Neues Prinzenpaar auf die Treppe! Raus! Na? Raus! Alle? Raus auf die Treppe! Ja, die Klinke wackelt. Oh! Hoi. Stellt euch mal rechts und links von dem Löwen hin. Ihr seid so klein, euch sieht man gar nicht so richtig. Wir haben ein neues kleines Prinzenpaar. Mit ihrer Lieblichkeit Prinzessin Misha die Erste. Und ihrem Prinzgemahl Noah den Ersten. Und nochmal einen kräftigen Applaus. Einen kräftigen Applaus. Sie brauchen jetzt eine kleine Spritze von euch, damit sie ihre Angst verlieren. So, jetzt haben wir schon mal ein kleines Prinzenpaar. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob wir noch ein großes Prinzenpaar gefunden haben. Mal sehen, ob sich die Tür öffnet, ob die Klinke wackelt und wir ein neues großes Prinzenpaar begrüßen können. Raus mit euch! Raus! Tür auf! Raus! Ja, nicht Ekel, sondern alle auf einmal sein! So, und die Tür geht auf. Und bei dem wunderschönen Sonnenschein steht unser neues Prinzenpaar auf der Treppe. Mit ihrer Lieblichkeit Prinzessin Jennifer die Erste. Hello, hello. Und ihrem Prinzgemahl Heiko den Ersten. Hello, hello. Haben wir ein neues großes Prinzenpaar. So, jetzt meine lieben Alten, Prinzen, Prinzessinnen, bitte überreicht eure Mütze, eure Federn, euer Zepter, damit das neue Prinzenpaar auch wie ein Prinzenpaar aussieht. So, das erste wäre geschehen. Jetzt, bevor Sie vom Bürgermeister den Schlüssel bekommen, müssen wir natürlich auch mal schauen, ob die Prinzenpaare regieren können, ob sie reden können.
Und dann fangen wir an mit dem kleinen Prinzenpaar. Wo ist das zweite Mikrofon? Jawohl. Und wir lauschen mal, was sie uns zu sagen haben. Ich bin die Misha, die Erste aus Hadersdorf. Was wir verkaufen, das wisst ihr doch. Von Eiershop, da komme ich her. Ich muss euch sagen, es freut mich sehr. Ein Job mit Grünchen, das ist doch krass. Komm, Noah, sag auch mal was. Ich komme aus Heikersdorf. Noah, der Erste. Hör gut zu, dann erfährst du. Wir kennen uns. Uns nicht weiter. Kennen uns schon weiter sagen? Schon lange aus dem Kindergarten. Ich sehe uns noch im Sandkasten hocken mit der Idee, Seslavs Fasching zu rocken. Schon all die Jahre einmal beim Faschingumzug mit dem Cabrio zu fahren. Nach meinen Hobbys, wenn Sie fragen, Tiere füttern, würde ich sagen, das macht für mich Sinn, ich suche mir eine Bäuerin. Meine Hobbys sind auf Pferden reiten und mit meinem Bruder streiten. Also Sessler, seid ihr bereit? Wir wünschen euch eine geile Zeit. Ich bin der Prinz, sie meine Frau. Darauf ein dreifacher Sessler. Ein Sessler. Also, das ist viel zu wenig, was jetzt kommt. Die Rede war fantastisch, würde ich sagen. Bei dem kleinen Prinzen hört man schon ein bisschen raus, das könnte mal mein Nachfolger werden. Ja, macht schon so. Klasse. So, und jetzt haben wir noch unser großes Prinzenpaar mit ihrer Antrittsrede. Jennifer die Erste, aus Kulmbach, da komme ich eigentlich her. Doch in Seslach und Umgebung gefällt es mir sehr. Fast 8 Jahre habe ich nun hier gewohnt, bevor es mich vor einem Jahr nach Untersimau zog. Bevor wir heiraten, im nächsten Jahr, üben wir jetzt schon mal als Prinzenpaar. Jetzt stehen wir beide hier bereit, um euch zu führen durch die lustige Narrenzeit. Heiko der Erste. Für jeden, der mich nicht kennt, ich bin der, der immer auf dem Sportplatz rumrennt. Seslach Helau, so schreit es jetzt wieder. Und eins kann ich euch versprechen, ich bin auch nicht bieder. Der Seslacher Fasching ist weit über die Mauern bekannt und deshalb kommt auch jeder immer gerannt. Egal ob von nah oder fern, wir haben euch jetzt schon alle gern. Denn eins sei gesagt und das ohne Reue, es wird viel gefeiert, worauf ich mich freue. Jetzt geht's wieder los, das bunte Treiben und kein Narr will zu Hause bleiben. Auch wir beide lieben die 5. Jahreszeit und sind mit Kostüm zum Feiern bereit. Nun, lieber Martin, ist es soweit. Wir stehen hier zur Übergabe bereit. Der Rathausschlüssel gehört jetzt in unsere Hand und das bitte ohne großen Massenaufstand. Nun genug der vielen Worte, es gibt für uns heute noch weitere Orte. Drum sagen wir erstmal leise Ciao und verabschieden uns mit einem kräftigen Seslach Helau! Und der Simau Helau! Seslach Helau! Yippie! Yeah! Danke! Yippie! Applaus! Ein kräftigen Applaus für die Antrittsrede unseres großen Prinzenpaares. So, jetzt bekommt, lieber Martin, nimm mal die Schlüssel und überreichst dir den neuen Prinzenpaar, damit er auch noch ein bisschen zu tun hast, weil du gibst ja alles ab jetzt, ne? Hauptsache die Kasse ist gut gefüllt, hä? Die Kasse ist gut gefüllt für uns, hä? Schauen wir mal, gut.
So, jetzt bekommen die neuen Prinzenpaare natürlich auch ihre Prinzenorden. Naja, den Prinzen musst du es geben. So. Oh, die Feder! Die Feder! Och, die gute Feder! Heieiei! So. Vorsicht, die Frisur. Das ist. Ja, ja, ja. Gut. So, wo ist das Jensilein? Na, Jensi, komm, komm, komm. Du darfst noch mal küssen. Komm. Ja. Nee, unter der Mütze. Obwohl, die hat ja unsere Game. So, jetzt sieht jeder, wo wir hingehen oder wenn wir woanders hingehen, wer bei uns Prinz, Prinzessin ist. Sie haben ihre Orden, sie haben die Mütze, sie haben das Zepter, sie haben die Schlüsselgewalt von der Stadt. Jetzt haben wir noch vorbereitet ein paar kleine Geschenke für unsere scheidenden Prinzenpaare. Ich möchte mal hinter der Tür bitten, die Sachen rauszugeben. Ha, ha, ha. Und natürlich haben wir auch Blumen für unsere Prinzessinnen. Ja, wer macht es? Nur mach's halt. Ich komme ja nicht, ich komme nicht durch. So, für die Großen sind die Umschläge. Und für die Kleinen ist auch was dabei. Und da kann ich dazu sagen, dass die Petra von Süß und Würzig die Süßigkeiten spendiert hat dazu. Also das ist auch eine ganz feine Sache. Auch für das Neue, ja. Weil so viele Sponsoren und Geldgeber findet man nicht mehr so einfach. Ne? So. So, die Kleinen stellt ihr schön rechts und links vom Löwen hin, dass man euch sieht. Ne? Und schön. Der Luftballon. So, besser? Jawohl. Schöne Arbeit kaputt gemacht. Vielen Dank, liebe Schwiegertochter. So, jetzt wären wir eigentlich durch. Jetzt gebe ich noch die Termine bekannt für die bunten Abende. Freitag, 15.01. Samstag, 16.01. Samstag, 23.01.2016 im Sportheim in Seslach. Beginn wie immer pünktlich 19.30 Uhr. Seniorennachmittag am Sonntag, den 17.01.2016, auch im Sportheim Seslach, Beginn 14 Uhr. Kinderfasching am Sonntag, den 24.01., ebenfalls im Sportheim in Seslach, Beginn 14 Uhr. Unser großer Faschingsumzug am Dienstag, am Faschingsdienstag, den 9.02.2016, Beginn 14 Uhr. Ab sofort, also das heißt, heute schon, können Sie Karten kaufen bei unserem Kassierer Immo Küchler. Telefonnummer und Internetverbindung finden Sie auf unserer Seite www.faschingsverein-seslach.de. Wir sind vertreten oder wir sind da am Adventsmarkt in Seslach, 28. und 29.11.2015. Da wird es auch Karten vielleicht noch geben. So, damit ist eigentlich alles gesagt, getan und gemacht. Wie ihr gehört habt, von den Terminen her ist der Fasching sehr kurz. Also müssen wir kräftiger feiern in der kurzen Zeit, damit wir alles durchbekommen. Ja? So, eine kleine Information für unsere Mitglieder noch, also sprich die Garten und so weiter. Die Prinzenpaare werden dann im Anschluss, weil wir ja in unserem 44. Jahr des Bestehens sind,
Jubiläumsurnen überreichen. Die bekommt jedes Mitglied von uns. Also, wir machen das, damit wir uns etwas Zeit ersparen, heute schon die Ersten. Und die, wo heute nicht da sind, die bekommen das dann am bunten Abend. Dann möchte ich noch sagen, die Freiwillige Feuerwehr Seslach lädt recht herzlich ein zum Schlachtfest oben am Feuerwehrhaus. Und jetzt kommen wir noch zu den Ehrungen durch den Fastnachtsverband Franken. Ich bitte da, die Treppe etwas freier zu machen, dass wir hier Platz haben, dass alle Geehrten auch da oben stehen können. Also auch die Prinzenpaare bitte ich eventuell mit runter zu gehen. Sollen Sie ja dahin hinstellen? Rennen Sie denn nicht weg? Dahinter stellen. Wann Sie dahinter stellen? Oh, jetzt ist alles leer hier, schön. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde der Fränkischen Fasnacht. Wir freuen uns beide, heute hier sein zu dürfen und überbringen die Grüße unseres Präsidenten Bernhard Schlereth und unseres oberfränkischen Präsidenten Norbert Gregor. Man mag es kaum bleiben, aber es ist schon wieder ein Jahr her, als wir hier standen. Aber wo ist das Jahr hingegangen? Das frage ich mich und das fragen Sie sich auch. Aber umso schöner ist es natürlich für uns jetzt, dadurch die fünfte Jahreszeit, die närrische Zeit, wieder einleiten zu dürfen. Aber das geht natürlich nur, wenn auch ein Verein Mitglieder hat. Menschen, die ihm helfen, die ihm unterstützen, die da sind, sei es als Trainerinnen, sei es als Tänzer, sei es als Bühnenredner, sei es als Elferrat, weil allein kann ein Präsident nichts tun. Nur ein Verein, gemeinschaftlich mit seinen Mitgliedern und ich hoffe mit vielen Mitgliedern, kann sowas auf die Beine stellen. Und deshalb ist es mir eine Freude und eine Ehre, auch heute Morgen einige verdiente Faschingsnannen auszeichnen zu dürfen. Auszeichnen zu dürfen für ihr Engagement, für ihren Einsatzbereitschaft, für ihre Zeit und vielleicht auch ein bisschen für den Spaß und für die Freude am Fasching. Hierfür möchten wir als Fastnachtsverband Franken und natürlich auch der Verein vielen Dank sagen und ich beginne mit meiner Laudatio. Und ich hoffe, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie hören zu, Sie hören gespannt zu. Es soll auch ein Dankeschön sein an diese Menschen, die unterstützen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dort kräftig unterstützen mit Ihrem Applaus. Vielen Dank. Also das mit dem Applaus müssen wir üben, weil sonst dauert es sehr lang heute. Das verspreche ich euch. Wie schafft ein Strauß höher heute? Seslach ist ein großer Verein und er hat viele Mitglieder und ich darf viele auszeichnen. Wir wollen anfangen mit der Jugendauszeichnung des Fastnachtsverbandes Franken. Diese Auszeichnung geht vor allem in den Bereich Kinder- und Jugendgarten. Hier darf ich zu mir bitten, Elena Müller. Sie tanzte von 2006 bis 2012 in der Kindergarten und seit 2012 in der Jugendgarten. Dann Theresa Falk. Auch sie tanzte von 2006 bis 2012 in der Kindergarten und seit 2012 in der Jugendgarten. Dann noch Lisa Eschenbacher. Von 2006 bis 2013 in der Kindergarten und seit 2013 in der Jugendgarten. Jens, ich soll sie mal rumdrehen dabei. Dann noch Luisa Reinhardt. Von 2007 bis 2013 in der Kindergarten und seit 2013 Jugendgarten. Und dann noch Luisa Fischer. 2007 bis 2013 Kindergarten, seit 2013 Jugendgarten. Und last but not least, Sarah Koch. 2007 bis 2012 Kindergarten, seit 2012 Jugendgarten und in der Saison 2011-2012 Kinderprinzessin. Vielen Dank. So, und jetzt von euch nochmal.
ein kräftiger Applaus. Vielen Dank. Auf die Geehrte, ein dreifacher Sessler. Ja. Sessler. Ja. Sessler. Ja. Yippie. Yeah. Danke. Bitte. Markus, die Saison ist jung, du musst Geduld haben. Die müssen von Anfang an passen, die müssen von Anfang an klatschen. Ja, ich merke schon, hier in Zesloch geht es streng zur Sache mit dem Faschismus. So, dann darf ich weitergeben mit den Saisonorden des Fastnachtsverbandes Franken. Und zwar darf ich zu mir bitten Klaus Krupp. Klaus ist seit 1994 Mitglied. Seit ca. 3 Jahrzehnten bis 2010 stand er als Stadtschreier in der Bütt. Mindestens genauso lang und das immer noch organisiert Klaus aus den Reihen der Diedersdorfer Sportler Kassierer zum Umzug. Der Vorstand bedankt sich bei dir recht herzlich. Ja, liebe Fastnachtsfreunde in Zeslach, auch ich möchte euch natürlich alles Gute wünschen zum 44-Jährigen. Ich bin heute lieber in Zesslach als zum 25-Jährigen damals. Da habe ich von meiner Gesellschaft von Schwarz-Weiß Bayreuth die Fahne getragen. Und wie wir losmarschiert sind, kam Wolkenbruch. Und wenn wir am Festplatz angekommen sind, waren wir durchgenässt, aber die Sonne war wieder da. Und heute ist auch wieder da. Ja, ich darf jetzt den Orden überreichen vom Fastnachtsverband Franken, den Jahresorden. Der hat jedes Jahr ein anderes Motiv und in diesem Jahr hat er das Motiv von einem Gardisten der Mainzer Ranzengarde von 1837. Der Kandidat, der dort aufgenommen wurde, der musste mindestens 1,50 Meter Körperumfang haben und 100 Kilo auf die Waage bringen. Da sind wir heute schon ein bisschen toleranter. So, danke. Also man sieht, es war auch damals nicht leicht, in der Garde zu kommen. Der eine oder andere wird es vielleicht schaffen. So, dann wollen wir fortfahren. Und zwar darf ich jetzt weitergeben, die Ehrennadel in Silber. Und dazu darf ich zu mir bitten, Jenny Kügler. Jenny Kügler ist vermutlich als Tänzerin geboren worden. 1994 begann sie ihre tänzerische Karriere in der Jugendgarde. Es folgten die Prinzengarde, die Showdance-Gruppe Off Limits und jetzt seit 3 Jahren die Showdance-Gruppe Kustibas. Was das? Kustibas? Kustibas, okay. Jenny ist auch malerisch bei der Bühnendekoration jedes Jahr behilflich und macht auch immer gute Vorschläge zur Dekoration der Bühne. Dafür bedankt sich der Vorstand recht herzlich. Dazu die dazugehörige Urkunde. Der Fastnachtsverband Franken verleiht Jenny Kügler, Faschingsverein Zesslach, in Anerkennung der Verdienste um die fränkische Fastnacht, die Ehrennadel in Silber. Nürnberg, den 11.11.2015, der Präsident und der Ordenskanzler. Dann darf ich zu mir bitten, Julia Rössler. Julia tanzt seit 2006 in der Prinzengarde, von 2006 bis 2011 in der Showdance-Gruppe Off Limits. Von 2008 bis 2011 trainierte Julia die Prinzengarde. Seit 2008 übernahm Julia außerdem noch das Männerballett als Trainerin. Au, 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 au. Applaus! Da gehört schon viel Applaus dazu, Leute! Wisst ihr, wie anstrengend ein Männerballett ist, ne, Markus? Die Arme! Es ist ja aber immer noch nicht genug. Seit 2012 trainiert Julia auch noch die Kindergarten. Im Mai 2015 besuchte Julia erfolgreich eine Ausbildung zur Trainerin beim Fastnachtsverband Franken und hat jetzt einen Trainerschein. In der Saison 2009-2010 gab es ihrem fastnachtlichen Leben einen Höhepunkt. Sie vertrat den Verein als Prinzessin in Nordfern.
Zur Beisitzerin wurde Julia 2014 gewählt. Ihre übertragenen Aufgaben meistert sie mit sehr viel Einsatzbereitschaft. Der Vorstand bedankt sich recht herzlich bei ihr. Also nochmal einen tüchtigen Applaus jetzt noch. So, dann möchte ich zu mir bitten, Jenny Traube. Jenny tanzte seit ihrer Kindheit sehr gern. Was lag gar nicht näher als, vor allem auch, nachdem ihre Eltern im Faschingsverein sind, bei uns in der Purzelgarde 1994 angefangen. In der Saison 1996-97 war sie Kinderprinzessin. Ihre tänzerische Karriere setzte sich fort über die Kindergarde, Jugendgarde, Prinzengarde und die Showdance-Gruppe Schindels, wo Jenny dann 2013 ihre Tanzschuhe an den Nagel hängte. Seit dieser Zeit ist sie beim Auf- und Abbau zu den einzelnen Veranstaltungen aktiv tätig. Auch hier bedankt sich die Vorstandschaft recht herzlich. So, dann darf ich zu mir bitten, Janine Graube. Janine tanzte auch seit ihrer Kindheit sehr gern. Das da was da genauso nicht näher, nachdem auch hier, denke ich mal, die Eltern im Verein sind, ihr könntet Schwestern sein, bei uns in der Purzelgarde 1996 anzufangen. In der Saison 99-2000 war sie Kinderprinzessin. Von 99 bis 2000 tanzte Janine dann in der Kindergarde. Der Wechsel zur Jugendgarde erfolgte dann 2000, in der sie bis 2006 tanzte. Von 2006 bis 2014 tanzt Janine in der Prinzengarde. Jetzt hilft Janine beim Aufbau der einzelnen Veranstaltungen mit. Auch in der Bar erfüllt sie ihre übertragenen Aufgaben mit viel Einsatz. Stimmt? Auch hier ein herzliches Dankeschön vom Verein. Vielen Dank. So, und das ist jetzt also wirklich kein Druck- oder Schreibfehler. Julia Graube. Julia wusste schon in jungen Jahren, dass Tänzerin in den Garten des Forschungsvereins das noch wird. Vorerst wurde sie in der Saison 2001-2002 zur Kinderprinzessin gekrönt. Danach begann ihre tänzerische Laufbahn. Kindergarde bis 2007, Jugendgarde bis 2010 und seit 2010 tanzt Julia in der Prinzengarde. Aber auch beim Auf- und Abbau zu den einzelnen Veranstaltungen ist sie immer mit hohem Einsatz dabei. Zu den bunten Abenden steht Julia mit ihren anderen Mädchen hinter der Bar, jawohl, und bedient freundlich die Gäste. Auch hier ein großes Dankeschön. So, als nächstes darf ich dann die Ehrennadel in Gold des Fastnachtsverbandes Franken verleihen. Und zwar darf ich zu mir bitten Renate Stolz. Präsident, passt auf, habt ihr gerade gemerkt? Wir haben jetzt noch eine silberne, die ziehe ich noch schnell mal vor. Also man kann hier an nichts unter den Tisch gehen, das ist einfach. Ich wollte euch eigentlich die Zeit ersparen, aber es klappt nicht. Aber wir wollen das liebend gerne machen, weil für ein verdientes Mitglied darf ich das noch mal tun. Und zwar darf ich zu mir bitten, Renate Scholz. Ja, Christina Beetz. Ah, jetzt. Christina wurde als Tänzerin geboren. Seit 1988 bis 2013 tanzte sie, angefangen bei der Purzelgarde, über die Kindergarde, Jugendgarde, Prinzengarde und zum Schluss bei den Off-Limits. Seit 2013 fungiert Christina im Verein als Trainerin in der Prinzengarde. Der Vorstand bedankt sich recht herzlich für die geleistete Arbeit. Vielen Dank. Aber jetzt kommen wir weiter. Die Ehrennadel Gold für Renate Scholz. Renate Scholz tanzte von 1980 bis 1983 in der Garde des Prinzenpaares. In der Saison 1981-82
war sie Prinzessin mit ihrem ersten Ehemann. Nach dieser Zeit war Renate immer im Hintergrund tätig. Sie unterstützte ihren ersten Mann, ersten Präsidenten und Sitzungspräsidenten mit Rat und Tat. Aber auch ihr zweiter Mann übernahm diese zwei Positionen im Verein. Und auch diese wurde immer tatkräftig unterstützt. Seit 2010 ist Renate ein hervorragender Coach in der Tanzgruppe Chickadees. Aber nach wie vor hilft sie da, wo sie gebraucht wird. Der Vorstand bedankt sich recht herzlich bei dir. Und man weiß als Frau, wenn der Mann in einem Verein ist, man muss viel Zeit und viel Geduld in Anspruch nehmen, denn es ist nicht einfach. Vielen Dank hierfür nochmal. Dazu die Urkunde für die Silberne, habe ich ja eine vorgelesen, die gilt natürlich für alle, die Urkunde erhalten haben. Der Fastnachtverband Franken verleiht Renate Schulz, Faschingsverein Seslach, in Anerkennung für die Verdienste um die fränkische Fastnacht, die Ehrennadel in Gold. Nürnberg am 11.11.2015, der Präsident und der Ordenskanzler. Herzlichen Glückwunsch. So, jetzt darf ich noch zu den Verdienstorden des Fastnachtverbandes Franken kommen. Der Verdienstorden ist die höchste Auszeichnung, die ein Verein selbstständig an seine Mitglieder verleihen kann. Über diese Auszeichnung steht eigentlich nur noch der Till und der Till kann nur in Abstimmung mit dem Verband vergeben werden. Also es ist eigentlich die höchste Auszeichnung, die ein Verein selbstständig verleihen kann. Hierfür darf ich zu mir bitten, Kerstin Thein. Sie zeichnet sich für ihre Ideen und deren Umsetzung bei der Dekoration in allen Bereichen aus. Aber auch auf der Bühne ist Kerstin ein Ass. Sie versteht es, das Publikum auf ihre Seite zu ziehen und zu begeistern. Mit ihrem Küchenteam hat Kerstin zu den bunten Abenden verpflegungstechnisch alles im Griff. Beim Kinderfasching organisiert sie die Spiele, die sie dann mit ihrem Team durchführt. Seit 2013 trainiert Kerstin die Jugendgarde. Der Vorstand möchte sich auch bei dir recht herzlich für deine hohe Einsatzbereitschaft bedanken. Vielen Dank. Dazu die Urkunde. Der Fastnachtverband Franken verleiht Kerstin Thein, Faschingsverein Seslach, in Anerkennung um die Verdienste der fränkischen Fastnacht den Verdienstorden. Nürnberg, den 11.11.2015. Herzlichen Glückwunsch. So, dann darf ich noch zugeben, Carmen Büchner. Carmen Büchner tanzte von 1986 bis 1996 in der Bühne. In der Saison 1996-97 stand sie als Prinzessin auf der Bühne. Nach dieser Zeit fand man Carmen nur noch hinter der Bühne. Wenn diese Leute nicht hinter der Bühne hätte, hätte man so manches absagen müssen. Bei den Aufbautagen sah Carmen viel an der Nähmaschine. Entweder Kostüme nähen, Vorhänge nähen, Kostüme der Garten ausbessern und. Sie beteiligt sich träge bei allen Auf- und Abbaumaßnahmen zu den jeweiligen Veranstaltungen. Auch hier möchte der Vorstand recht herzlich Danke sagen. Und wir dürfen ihr überreichen den Verdienstorden des Fastnachtsverbandes Franken. So, dann habe ich, einen habe ich noch, dann sind wir durch. Und zwar darf ich noch zu mir bitten, Carola Graupe. Carola Graupe ist von 1996 bis 2005 Schriftführerin im Überstand gewesen. Seit 2005 ist sie Beisitzer. In der Saison 2002-2003 krönte Carola ihre Mitgliedschaft als Prinzessin. Seit vielen Jahren trainiert sie das Männerballett mit. Oh, noch so arme. Und es hält mir so durch mit den. Machen die das gut? Ja. Okay. Beim Aufbau sitzt Carola meist an der Nähmaschine. Da müssen noch ein paar Vorhänge genäht werden oder Kostüme für das Männerballett. Aufgetragene Arbeiten erfüllt Carola stets gewissenhaft und mit sehr viel persönlichen Einsatz. Dafür möchte sich der Vorstand bei dir recht herzlich bedanken. Vielen Dank. Also nochmal einen Applaus jetzt.
ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht. Das war Familientreffen jetzt, oder? Aber schön, aber schön. So, ich würde sagen, auf unsere Geehrten jetzt nochmal ein dreifaches Zessler! Ja! Fastnachtsverband Franken! Ja! Zessler! Ja! Yippie! Ja! Also ich darf euch jetzt aber auch ein Kompliment machen. Es war sehr schön, wie ihr mitgemacht habt, wie ihr geklatscht habt. Vielen Dank von unserer Seite. Ich glaube, die Geehrten haben sich auch sehr darüber gefreut. Vielen Dank an euch. So, eine Kleinigkeit habe ich noch, Jens. Und dann hast du uns los. Und zwar, er hat es ja vorhin schon angesprochen, der Faschingsverein Zeßlach hat Jubiläum, 44 Jahre. 44 Jahre, das heißt, seit 1971 gibt es das närrische Treiben hier in Zeßlach. Und das ist eine lange Zeit. Und man muss immer wieder organisieren, jedes Jahr. Man muss sich kümmern und tun. Und wie gesagt, es gehört sehr viel Engagement und sehr viel Zeit dafür, sowas zu tun, zu organisieren und zu machen. Und die Sitzungen sind immer wunderschön, die Abende wunderschön. Ich besuche sie auch regelmäßig und es macht immer Spaß, hier zu sein. Und dafür sagt auch der Verband Danke und möchte dir überreichen eine Standarte, wie man so schön sagt, 44 Jahre Faschingsverein Zeßlach e.V. 1971. Jens-Peter, vielen Dank für dich im Namen des Vereins, für die geleistete Arbeit und die geleistete Zeit. Vielen Dank. So. Auf den Faschingsverein Zeßlach ein dreifaches Zeßlach! Ja! Zeßlach! Ja! Zeßlach! Ja! Yippie! Ja! Eine wunderschöne Faschingszeit. Viel Spaß, viel Freude, viel Zufriedenheit, viel Lachen, viel Humor. Und ich übergebe das Mikro zurück an euren Präsidenten. Recht vielen Dank. Danke, lieber Faschingsverband, für die Auszeichnung. Ich muss das natürlich auch weitergeben an meine Vorgänger. Die haben ja die ganze Sache aufgebaut, weil ich bin ja nicht schon seit 1971 hier in Zeßlach, erst seit 1993. Ja. Und die Herren, die das davor gemacht haben, die haben eigentlich damit begonnen und ich habe es einfach nur so weitergemacht, wie sie das wahrscheinlich auch gewollt haben. Ja? Also recht herzlichen Dank für die Auszeichnung. So, meine lieben zwei vom Faschingsverband, jetzt habe ich natürlich auch für euch noch einen Jubiläumsorden. Ja, das sind die wunderschönen Jubiläumsorden, die wir dieses Jahr jedem Mitglied überreichen. Und er darf die Prinzessin gleich das erste Mal amtieren und darf den jungen Herren einen Orden umhängen. So. Gern geschehen. Und jetzt habe ich noch auch gleich eine Ehrung vom Verein aus, und zwar Hausorden gibt es. Ich bitte den Michael Beetz zu mir hoch, die Adele Grumhaus, die Sophia, ist die da? Ist nicht da. Die Lisa Kandelhardt, auch nicht da. Den Peter König, den habe ich aber gesehen, und die Franziska Schmoller. So, diese Hausordnung gibt es für 5 Jahre aktive Tätigkeit bei uns hier im Verein. Und dann nehmen wir zu. Dann drücke ich dich bloß nochmal. So, liebe Prinzessin, du darfst auch. Ah, nein, Quatsch, der Prinz, die Prinzessin nur einmal, du kannst aber auch. Ja. Ja,
So, ein recht herzlichen Dank an die Herren, die hier den Herren und Damen, die den Hausordnung bekommen haben. Ich hoffe, ihr macht so weiter im Verein, ja, dass ihr uns Alten mal ablösen könnt. Ne? Oder auch nicht, weiß es nicht. Auf unsere Erden, ein Dreifach Sessler! Ja! Sessler! Ja! Sessler! Ja! Sessler! Ja! Yippie! Ja! Danke! Bitte! So, damit wären wir jetzt am Ende. Ich bitte die Geehrten vom Fasnachtsverband Franken und die Geehrten von unserem Verein noch zu einem kleinen Empfang oben in den Sitzungssaal. Für euch, liebes Publikum, haben wir da unten etwas zu essen, etwas zu trinken. Ich freue mich, wenn ihr unsere Veranstaltungen zahlreich besucht. Bis dahin bleibt schön lustig, schön munter und schön gesund. Und der Verein verabschiedet sich mit einem Dreifach donnernden Sessler! 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 Ich